Okay, die Dinger sind also auch nur Behälter für irgendwas und nichts Wichtigeres. Nicht schon wieder. Vor allem die haben nur grüne Energie, sind aber trotzdem nervig ohne Ende, weil sie fliegen können. Scheiße. Irgendwo ist doch hier noch einer, oder? Nee. Oh, es gibt diese Dinger hier doch. Scheiße. Okay, da oben sehe ich eins von diesen Dingern. Da sehe ich ein Problem. Echt knifflig. Gibt's denn hier noch mehr als dieses eine Kniffelding? Ach du Scheiße. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Kannst du wetten, dass ich das jetzt so lange probiere, bis es funktioniert? Ich wünschte nur, ich würde mittlerweile besser zielen können mit dem Ding. Okay, langsam. Da ist so ein Ding. Okay. Okay, es ist also mehr so unter dem Ding. Gut, fehlt noch eins. Und das wird garantiert am ätzendsten. Witzigerweise ist es die erste Rune. Das gucke ich mir erstmal an, bevor ich das weiter beurteilen kann. Okay, sie ist im Prinzip hier vor diesen Stücken da. Vor diesen Stücken da.
Na, Apfel oder Horn? Apfel, das heißt Energie, hallo. Sehr schön. Nächste Frage, wie komme ich darauf? Geht das Ding kurz höher, wenn ich das mache, oder? Nee, komplett runter. Dann schließe ich daraus, dass es einen anderen Weg geben muss. Naja, den zum Beispiel. Hätte ich vielleicht vorher mir mal ausdenken sollen. Zeig mal an. Verbessern die was? Abklingzeit wird ein bisschen anders. Dafür Runen und Abwehr höher, nehme ich. Und ein letztes Mal. Folge keine Ahnung wie viel. Ich drehe am Rad. Du hattest vorhin Unrecht. Oh. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprich nicht mehr davon. Gut. Naja, es gibt ja Totenreiche, von daher, wer weiß. Dein Sohn der Todesflüsterer. Okay, da würde ich rauskommen. Will ich da schon rauskommen? Nein. Ich will erst wissen, was passiert, wenn ich hier am Rad drehe. Ich kann es mir denken, aber... Achso. Ist nur von hier drinnen. Schade. Wo waren wir? Da waren wir. Raus da. Nein! Junge! Lass ihn los! Rage, perfekt. Jetzt kann ich mich mal an diese ganzen Viechern hier abreagieren. Verpisst euch mit euren dummen Stöcken. Rüber? Na, warte. Kurs, Junge! Kämpfe! Lauf, Junge! Scheiße, sie haben mir meine... weggenommen. Okay, jetzt nervst langsam. Yeah!
Wenn ich ihn nicht finde, einfach mal Atreus fragen. Ich gelange ins Fähigkeitenmenü. Aha, ich kann mir jetzt was aussuchen wieder, oder wie? Aber das habe ich doch schon alles. Was? Achso, die sind alle... Okay. Gedrückt halten, um stärkeren zu machen. L1, um einen schnellen Stampfer. Und was haben wir hier? R1 gedrückt, um gewaltigen Schwingangriff. Das hätte ich gern. Das hätte ich gern. Das hätte ich gern. Kein Wunder, dass hier nichts passiert. Dass sich andauernd so viele XP anhäufen. Ja, Schildkampf ist so eine Sache, brauche ich jetzt nicht unbedingt gerade, aber... Ja genau, Klauenbogen. Kosten nur 500, die können wir erstmal holen, 250. Ja, Folge 40 oder so, keine Ahnung. Ich habe endlich kapiert, dass ich hier Sachen fordern kann. Hurra! Scheiße! Fernkampf. Ja, nee, Nahkampf ist gerade für mich immer noch wichtiger. Vielleicht sieht jetzt der Kampf mal etwas finesser aus. Gerade so gut gelaunt, ich mache gleich noch den Rest. So. Schildkampf, ja. 500. Was bietest du mir denn da? Ah, Schildblock kann ich durchbrechen, wenn ich zweimal. Gut. Nein. Wieder mal ranken. Und nichts, was ich durchtrennen kann. Jedenfalls nichts, was ich auf den ersten Blick finden würde. Of course. Dann sag mir doch mal, wo die andere Wurzel ist, du Klugscheißer. Hier geht es nicht rüber. Und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Lass mich einen Moment überlegen, Junge. Ich muss mal nachdenken. Richtig ausleinen. Vielleicht noch ein bisschen höher zielen und fudig. Meine Truhe. Sie haben zweimal Quecksilber gefunden. Svartalheim-Stahl. Gut, dein Hexenbogen ist hier
Also da unten ist so ein Ding. Pack's doch einfach da rein, den Bogen, und guck, ob was passiert. Das wäre so... gut, er könnte verbrennen, aber... besser verbrennt der Bogen, als dass wir hier feststecken.